Heute sprechen wir bei der Trade-Idee der Woche über Gold. Wir reden aber auch nochmal über das Rebalancing, weil es da viele Fragen gab. Ich verrate euch, wie die 12-Monats-Performance vom S&P war in einem rollierenden, gleitenden Durchschnitt. Die war nämlich einmalig, sowas haben wir noch nie gesehen in den letzten 80 Jahren. Da schauen wir uns einen ganz spannenden Chart an. Ich zeige euch mein Live-Depot, welche Position ich aktuell habe. Und eine davon, das kann ich schon vorwegnehmen, ist Gold, was heute viel mehr eine Trade-Idee des Tages ist als eine Trade-Idee der Woche. Aber trotzdem auch, man kann an einem Tag gut Geld verdienen, wie das genau möglich ist und was die Argumente sind, fundamental, technisch, saisonal, vom Sentiment und aus der Intermarket-Analyse. All das in diesem kurzen Video. Also schau es dir gerne bis zum Ende an. Ich habe lange kein Video mehr gemacht und dadurch konnte ich diesmal besonders viele Informationen zusammenbringen. Die erste Information, die ich dir mit dir teilen möchte, ist Rebalancing. Es gab einige Fragen zu dem letzten Video, was ich gemacht hatte zum Quartalsende. Da findest du hier auch nochmal den Beitrag, wenn dich Rebalancing interessiert. Ein sehr spannendes Thema, was die Märkte sehr stark beeinflusst. Und die Frage war, André, wenn das Quartal vorbei ist oder auch der Monat, dann spielt Rebalancing doch gar keine Rolle mehr. Was erzählst du uns denn da? Und diese Aussage muss man differenzierter sehen, denn falsch ist einfach die Annahme, dass es nach dem Monats- oder Quartalsende kein Rebalancing mehr gibt. Man muss hier nämlich unterscheiden zwischen den passiven Fonds, den ETFs, den Exchange Traded Funds und den aktiven Produkten. Bei den ETFs ist es so, also bei diesen passiven Index-Trackern, die ungefähr 40% des Marktes ausmachen, in circa 3 Jahren sollen die ETFs genauso bedeutend sein wie die aktiven Fonds, das sind Zahlen aus den USA. Aber bei den ETFs ist es so, die gucken natürlich nicht nur zum Monats- und Quartalsende, dass sie Rebalancing machen, dass sie also sich an ihre Benchmark annähern, sondern die schauen natürlich jeden einzelnen Tag, teilweise sogar stündlich, dass sie dieses Ungleichgewicht zur Benchmark abbauen, sich also sehr nah am Index bewegen, um diesen Tracking Error, also diese Abweichung zur Benchmark, möglichst minimal zu halten. Das heißt, für die ETFs ist ein Quartalsende gar nicht so relevant. Natürlich, die müssen da auch reporten, aber natürlich ist der ETF-Manager und in der Regel sind das quantitative Prozesse, wo ein Portfolio-Manager 100 oder 200 ETFs auf einmal quasi monitort. Diese quantitativen Prozesse, die sind natürlich so gestrickt, dass du jeden Tag und vielleicht sogar jede Stunde die Abweichung immer wieder abbaust, also immer wieder Positionen kaufst und verkaufst, um ganz dicht und nah an deiner Benchmark zu sein, um eben das Produktversprechen hier bei ETFs einzuhalten. Das ist der eine Punkt. Da ist es richtig, da ist natürlich zum Quartalsende auch die Indexanpassung vollzogen, aber das trifft auf jeden anderen Tag der Woche genauso zu, weil der ETF sich eben jederzeit anpasst. Das, wovon ich gesprochen habe, ist aus meiner Erfahrung raus das aktive Fondsmanagement, was wie gesagt 60% der Mittel auch aktuell noch verwaltet. Und da ist es schon anders, denn du bist als aktiver Fondsmanager, das sagt der Name ja auch, aufgefordert, Abweichungen zu deiner Benchmark zu erfüllen. Du bist ja aufgefordert auch, eben wenn dein Fonds 50% Aktien und 50% Anleihen hat, hier durchaus auch mal 60% Aktien zu haben in einer Zeit, wo der Markt nach oben geht. Und das war ja in der letzten Woche auch der Fall. Ich habe die Position umgesetzt, ich wurde ausgestoppt mit einem kleinen Verlust, so ist es eben. Der Markt ist gestiegen mit extrem geringem Volumen, mit einer sehr geringen Volatilität. Und das spricht ja auch ein Stück weit dafür, dass wenn du dieses Übergewicht schon nach dem Quartalsende hast, dass du diese Position noch ein bisschen halten möchtest. Denn wenn du eine 10%ige Quote hast, mehr in Aktien und der Markt jetzt 10% steigt, ich übertreibe mal, dann hast du ja 1% Outperformance Alpha verdient. Das kann dir ja für das ganze Jahr schon reichen. Deswegen bist du eben als Fondsmanager gerade in dieser sehr ruhigen Phase auch geneigt, dieses Rebalancing nicht direkt zum Quartalsende zu vollziehen. Es ist sogar gut, wenn du zeigen kannst im Quartalsbericht, naja, ich habe jetzt ein bisschen mehr Aktien gehabt, aber der Markt ist ja auch gestiegen. Also sieh hin, ich als aktiver Fondsmanager, ich habe den passiven Fonds geschlagen. Der hat ja ganz doof 50% in Aktien, 50% in Anleihen und ich hatte vielleicht sogar 60% in der Aktie. Das wirst du so lange durchhalten und das ist die wichtige Information an dieser Stelle, wie der Markt ohne viel Volatilität steigt. Denn wenn der Markt zu deinen Gunsten läuft, du hier also einen Vorteil hast, dann wirst du die Position durchziehen. Wenn der Markt jetzt abrupt runtergeht, dann wirst du deine Outperformance probieren zu sichern, dann wirst du eben auch relativ schnell aus der Position rausgehen. Und das ist auch noch nicht passiert. Die Fondsmanager haben aktiv aufgrund der geringen Volatilität und des sehr geringen Handelsvolumens, was sie ja auch ein bisschen in ihrer Handlungsmöglichkeit einschränkt, wenn es eben gar nicht so viele Käufer und Verkäufer am Markt gibt, da haben sie sich eben noch ein bisschen zurückgehalten. Aber das nur am Rande mit dieser Information. Heute soll es viel mehr um Gold gehen. Wir schauen uns noch den Aktienmarkt an, wir schauen uns Saisonalität an und ein kurzer Blick ins Live-Depot. Und hier siehst du den sehr schönen Goldchart. Seit
Mitte 2019, du siehst diesen wunderbaren Aufwärtstrend, der uns von 1200 bis über 2000 Dollar getragen hat. Du siehst aber auch, wir sind in einer Konsolidierung. Und die Trade-Idee des Tages oder der Woche ist heute wirklich Gold Rush Long, auch etwas mehr mit Hebel, denn heute sieht es sehr, sehr gut aus vom Sentiment, von der Saisonalität, vom Fundamentalen, von der Intermarket-Analyse und eben auch von der technischen Analyse, die wir uns zuerst angucken. Wir sehen diesen wunderbaren Aufwärtstrend, der hat hier sehr lange gehalten, hatte dann hier dieses exponentielle Verhalten an den Tag gelegt. Du kennst ja die Idee, linear, quadratisch, exponentiell, sehr starker Anstieg. Der hat dann relativ moderat konsolidiert. Wir sind hier in diesem Abwärtskanal nach wie vor drin. Aber was gut ist, wir haben hier dieses Jahr ein doppeltes Tief gesehen. Wir sind auch ausgebrochen nach oben, eben über diese Linie. Wir sind auch über das 38% Retracement hinausgelaufen. Und all das sieht ja nach einer technischen, sehr schönen Unterstützung aus. Deswegen bin ich heute eben auch relativ groß positioniert im Friday Gold Rush. Nicht nur im Algo, sondern auch im diskretionären Trading. Und was mir gut gefällt an diesem Chart ist eben auch, dass der Trend nicht gebrochen wurde. Und jetzt sagst du, André, wenn ich eine Trendlinie zeichne, zeichne ich die so. Ah, der Trend, der wurde hier eindeutig gebrochen. Der war hier drunter. Und gut, jetzt sind wir wieder drüber, aber spätestens hier hätte ich ja meine Position verkaufen müssen. Ich habe mir zur Angewohnheit gemacht, Trends nicht nur von links nach rechts zu zeichnen, so wie das fast jeder Europäer macht, sondern das vielleicht auch ein kleiner Trick, wenn du gerne Trendlinien zeichnest, die für mich kein sehr starkes Instrument sind, aber als zusätzliche Information nicht verkehrt. Zeichne den Trend nicht nur von links nach rechts, sondern zeichne den Trend doch auch mal von rechts nach links. Da kann man teilweise auch ganz spannende Erkenntnisse gewinnen, zum Beispiel, wenn du den Trend hier von rechts nach links zeichnest. Das hatte mir ein technischer Analyst aus Japan mal verraten, diesen Trick, weil die Japaner oder die Asiaten generell zeichnen eher von rechts nach links. Hat er mir zumindest gesagt. Und da sieht es hier zumindest auch so aus, als wenn der Trend eben gar nicht so stark unterbrochen wurde, sondern als wenn wir hier sauber aufgesetzt hatten, insbesondere mit dieser zweiten Abwärtsbewegung, dass hier eben auch mit dieser horizontalen Linie eine gute Unterstützung gewesen wäre. Wir sind immer noch in diesem Trend nach unten, das darf man nicht vergessen. Richtig bullisch wird es erst, wenn wir hier über die 1800er Marke rauslaufen. Momentan sind wir ziemlich genau in der Mitte dieser Abwärtsbewegung. Das ist in Ordnung, das stört mich auch weiter nicht. Heute ist ja die Idee Friday Gold Rush. Die Strategie kennst du, da habe ich neulich auch ein intensives Video zu gemacht. Wie man das weiter verbessern kann, möchte ich an der Stelle gar nicht drauf eingehen. Ich denke, als Abonnent von meinem Kanal kennst du diese einfache, gute Idee. Zur fundamentalen Seite vielleicht zwei, drei Gründe, warum Gold jetzt hier fast 100 Dollar auch schon vom Tief gestiegen ist. Ich denke, das Wichtige, was wir diese Woche gesehen haben, waren die Inflationszahlen aus den USA. Letzte Woche kamen ja die Produzentenpreise 4,2%. 20-Jahres-Hoch, also die Produzentenpreise schießen durch die Decke, das wird auch an den Konsumenten weitergegeben, aber die Konsumentenpreisinflation ist nicht ganz so stark und so hoch wie erwartet. Das hat natürlich auch einen Einfluss auf die reale Inflation, beziehungsweise auf den realen Zins. Der reale Zins, der ist dadurch natürlich ein bisschen höher, das wiederum tut momentan Gold aktuell ganz gut. Reale Zinsen ist ja das, was Gold besonders eng handelt, und wenn eben die Inflation nicht so stark ist, in den Erwartungen, wenn dieses Überraschungsmoment nicht so hoch ist, dann ist eben hier ein Stück weit auch die Panik aus dem Markt raus und dann kann es eben wieder weiter nach oben laufen. Also die Inflationszahlen waren zwar sehr deutlich, sehr hoch, aber nicht ganz so übertrieben. Es war also in einem fairen Maße. Das hat Gold ein bisschen unterstützt. Ein anderes sehr wichtiges Argument ist natürlich der Dollar. Der Dollar hat abgewertet in den letzten Wochen. Das Sentiment ist ja auch extrem Dollar positiv vom Privaten her, was bedeutet, dass Euro-Dollar auch Richtung 1,20 gehen kann und der schwache Dollar hier entsprechend auch natürlich Gold unterstützt. Und das wichtigste Argument waren einfach die Kapitalzuflüsse, die wir wieder gesehen haben an den ETF-Flow-Statistiken. In der Woche konnte man das gut ablesen. Wir haben momentan wieder einen Zufluss in Gold rein. Man orientiert sich hier also, sagt, Gold ist mittlerweile um die 1700 fundamental günstig. Und da haben eben verschiedene Interessenten auch gekauft, vielleicht weil sie sich auch ein bisschen gegen Aktien absichern möchten. Also fundamental sieht die Woche ganz gut aus. Inflation war jetzt nicht so der krasse Schocker, sondern Inflation ist hoch. Das ist eben gut für Gold, gerade weil eben auch die Realrendite dadurch insgesamt etwas niedriger ist. Das hat Gold hier ein bisschen unterstützt, aber die Dynamik ist nicht so katastrophal, sage ich mal, dass es keine Alternativen gibt. Deswegen ist der Rentenmarkt ja auch ein Stück weit hier wieder in der Rendite zurückgekommen. Auch das hat Gold unterstützt. Der Dollar ist eben schwach gewesen und tendenziell auch die Flows. Also sieht fundamental gut aus. Technisch hatte ich es gesagt, sieht auch sehr, sehr gut aus. Nichts groß zum Meckern. Wir schauen uns gleich noch Sentiment und Saisonalität an. Vorher nochmal das Argument, warum Aktien relativ teuer sind. Und da zeige ich dir jetzt einen Chart, auf den ich stolz bin, weil den habe ich extra für dieses Video gemacht. Und der zeigt eben hier mal die rollierende Rendite über 12 Monate. Also
wie war die Rendite in 12 Monaten vom S&P? Also wenn du vor einem Jahr den S&P 500 gekauft hast als ETF, wie war denn hier die Rendite? Und da siehst du eben diese Performance, die ist momentan sehr, sehr hoch, aktuell 54%. Das bezieht sich auch auf das Monatsende im März. Wenn ich also hier die aktuellen Daten von Mitte April nehme, dann wären wir sogar fast Richtung 60% unterwegs. Also aktuell mit 54% sind wir sehr nah an diesem All-Time-High, was wir eben hier auch schon mal vorher hatten. In den 80er Jahren zum Beispiel. Na, in den 80er Jahren hatten wir das schon. Oder eben auch hier in den 40er Jahren. Und man sieht immer, wenn dieser Oszillator, so nenne ich es mal, wenn der Werte über 50 annimmt, also hier über 50 ist, dann ist das ein Zeichen, dass die Rendite eben auch nicht weiter so positiv ist. Sprich, in diesem 12-Monats-Zeitraum die Renditen geringer werden. Hier ganz extrem war es zum Beispiel mit der Lehman Brothers-Krise. Da ging es ja deutlich nach unten. Und das zum Beispiel, wenn eben das 12-Monats-Intervall mit minus 40% im S&P steht, das war historisch auch immer eine sehr gute Gelegenheit zu kaufen. Ich hatte ja im Marktausblick auch viel über die 70er Jahre gesprochen. Hier hatten wir das zum Beispiel auch mit dem ersten Inflationsschock, dass der S&P deutlich, deutlich gefallen ist auf einem 12-Monats-Intervall. Das war damals eine gute Situation einzusteigen. Momentan, wie gesagt, mit diesem Oszillator sind wir relativ teuer und auch das kann Gold unterstützen. Denn wenn die Aktien mehr Volatilität haben, dann werden sie wahrscheinlich auch etwas zurückkommen. Schauen wir uns hier nochmal das Sentiment an. Auch das bei Gold finde ich sehr, sehr spannend. Wir hatten hier eine lange Phase, wo die privaten Investoren und Trader Gold long waren. Was ist mit dem Goldpreis passiert? Der ist gefallen bis 1680 im Tief. Das ist die Strategie FX Fool, die du aus der Ausbildung auf jeden Fall kennst. Und zuletzt haben wir eben wieder einen deutlichen Sentiment-Anstieg gehabt von Short-Positionen im Gold. Also hier hat man so ein bisschen diesen Abwärtstrendkanal gespielt. Und das zum Friday Gold Rush, das macht mich natürlich auch positiv, heute mit einer etwas größeren Goldposition auch mal an den Start zu gehen. Ob das aufgeht, keine Ahnung. Wenn die Idee heute Abend deutlich im Plus steht, würde ich eben das Stop-Loss tendenziell nachziehen und mein Take-Profit vielleicht ein bisschen nach oben setzen, wenn es bis dahin noch nicht erreicht ist. Aber aktuell ist hier im Gold noch nicht besonders viel passiert. Schauen wir uns die Saisonalität kurz an. Hier siehst du auch, wir sind von Mitte März bis Ende Oktober in einer relativ guten saisonalen Phase. In den letzten 53 Jahren ist Gold in dieser Zeit im Durchschnitt eben auch um 10% fast gestiegen und in 60% der Fällen ging es nach oben. Also klar, das ist jetzt auch nicht die astronomische Saisonalität, aber es sieht auf jeden Fall besser aus als im Februar und März, wo wir eben hier dieses Abwärtsintervall hatten, wo der Goldpreis ja auch tatsächlich gelitten hat. Aber insgesamt sieht es hier in der Phase in den nächsten 6 Monaten eher nach einer Goldunterstützung aus, die eben fundamental, technisch und auch vom Sentiment getragen wird und auch durch die Intermarket-Analyse, also in dem Moment, wo aktuell die Renditen wieder ein bisschen runterkommen, die Treasuries auch wieder ein bisschen ansteigen, das ist natürlich auch ein wichtiger Katalysator, damit das Gold weiter nach oben geht. Dann habe ich noch einen letzten Chart für dich und an der Stelle noch der Reminder, bitte Daumen nach oben und auch den Kanal abonnieren, denn umso mehr Engagement es gibt, umso besser wird es auf YouTube gerankt und umso mehr Spaß macht es mir auch, diese Videos kostenlos für dich zu produzieren, weil ich damit Menschen erreichen möchte, ihnen helfen möchte, ihre Geld- und Kapitalanlage zu verbessern. Und deswegen zeige ich dir auch hier gerne nochmal das, was ich aktuell im Live-Trading habe. Letzte Woche war ein Verlust mit der Long-Position, mit der Short-Position im S&P. Diese Woche sieht es ein bisschen besser aus. Wir haben eine Short-Position im Euro-Schweizer Franken. Das wurde bei 1,11 aufgemacht. Tick-Profit ist hier bei 1,0950, Stop-Loss ist bei 1,12. Also hier wird in der nächsten Zeit nicht zu viel passieren. Das ist eine relativ langweilige Position. Die sollte auch davon profitieren, wenn die Aktien mal wieder etwas volatiler werden. Und dann diese Gold-Position, von der ich schon gesprochen habe, aktuell bei plus minus 0 mit einem Stop-Loss von 1,757, also auch ein enger Stop. Das siehst du mit $10. Das liegt eben auch an dieser etwas größeren Positionsgröße. Das Take-Profit ist momentan bei 1,780, also ist jetzt auch nicht die Welt, es ist 1% ungefähr, dass das Gold hier steigen darf. Und wenn eben heute Abend vielleicht 0,5% an Plus steht, könnte ich mir auch vorstellen, das Stop-Loss nachzuziehen und das Take-Profit vielleicht Richtung 1,800, wo dann eben dieser Trendkanal einsetzt, auch zu erweitern. Und da muss man eben gucken, ob dieser Trend durchbrochen wird. Damit Happy Friday Gold Rush. Ich wünsche dir ein schönes Wochenende und freue mich, dass du auch beim nächsten Video wieder mit einschaltest.